Hallo zusammen. In diesem Video geht es darum, eure eigene Realität zu haben. Was bedeutet das? Als ich das zum ersten Mal gehört habe, war meine Ansicht, warum sollte ich meine eigene Realität haben wollen? Das ist ja noch mehr Abtrennung und noch weniger für mich. Und die Leute wüssten nicht, wie sie sich mit mir verbinden. Ich würde nicht reinpassen. Und es würde so aussehen, als sei ich im La-La-Land. Und ich wollte nicht unintelligent erscheinen. Und als ich das erste Mal mit dem Gründer von Access Consciousness, Terry Douglas, gesprochen habe, habe ich ihm eine Frage gestellt und er hat etwas ganz anderes geantwortet. Und meine Ansicht zu der Zeit war, wow, der hört dir noch nicht mal zu. Der ist nicht mit dieser Realität verbunden, der ist nicht sehr helle. Er hat kein Gewahrsein. Und ich habe gemerkt, sehr lange Zeit danach habe ich erst gemerkt, dass er die große Frage in meiner Welt beantwortet hat. Nicht die Frage, die ich gestellt habe, sondern die Frage, die ich hätte stellen müssen, um mehr von mir zu haben. Und im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, dass ich sehr energetisch handle und dass ich versucht habe, in eine nicht energetische Welt reinzupassen. Also wie viele von euch versuchen, zu den Informationen zu passen, die uns gegeben worden sind, wie wir handeln sollten, also Moral, Prinzipien, Werte, richtig und falsch, gut und schlecht, und du versuchst, die richtige Wahl zu treffen oder die gute Wahl zu treffen. Du musst dann in diese Datenbank in deinem Kopf gehen und die einzige Information, die da drin ist, ist das, was du von den Erfahrungen anderer Leuten gelernt hast oder was du selber schon erfahren hast. Und all diese Erfahrungen sind aber durch die Filter diese Realität gegangen. Und normalerweise hast du eine Entscheidung und eine Schlussfolgerung getroffen darüber, wie du das verwenden wirst oder wie du das nicht wieder wählen wirst. Und es ist, sind alles Schlussfolgerungen. Und überall, wo du aus deiner Vergangenheit heraus lebst und in der Zukunft lebst, bist du bereit, das alles zu zerstören und zu kreieren, was das ist? Cool, okay. Wenn du wirklich alles von dir haben möchtest und aus dem Bewusstsein heraus agieren möchtest, dann musst du ständig fragen in Bezug auf alles. Du musst energetisch fragen. Also alles muss energetisch sein. Du bist energetisch und alles ist Energie. Wenn du nicht aus dem heraus handelst, was deine Realität ist. Deine erste Sprache ist Energie, das sind keine Worte, das sind nicht Tatsachen. Wenn du leben möchtest, anstatt ein Leben zu haben und in dem Moment sein möchtest, und dann musst du mit der Energie interagieren, jeden Moment, und Fragen stellen, was das kreieren wird. Wird das etwas Großartigeres oder weniger kreieren? Also ich wollte dieses Video wirklich machen, weil viele Menschen immer noch Probleme damit haben, aus dieser künstlichen Intelligenz, dieser Realität heraus zu handeln, was uns indoktriniert wurde und was wir auch, was uns beigebracht wurde, was halt richtig und falsch und gut und schlecht ist, wo passe ich rein, wo habe ich Nutzen, wo gewinne ich und wo verliere ich nicht. Also ich lade euch alle ein, anzufangen zu fragen, wie ihr da reinkommt, dass ihr total gewahr seid von euch als Energie und alles als Energie, und anzufangen, eure eigene Realität zu kreieren. Wenn nicht, dann werdet ihr in diesen Standardmodus dieser Realität gehen. Das ist die ganze Energie um dich herum, während du dir gewahr bist. Und all das ist auf Begrenzung und Bewertung und Abtrennung basiert. Also ich hoffe, dieses Video hilft ein bisschen, und habt einen schönen Tag. Tschüss.